Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino at Keine Wochenshow. Und nachdem wir ja im letzten Monat ausgefallen sind, gibt es jetzt aber endlich wieder eine neue Rückschau auf Kinofilme. Bitteschön. Verwackelt. Haben Sie Hitler persönlich gekannt? Bitte? Und wenn ja, wie war er so? Heute teste ich Beauty Hacks. Mit Sekundenkleber. Wow. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die geilste Influencerin im Land? Ihr, Chantal Ackermann, seid die geilste. Fucking Gewinner. Sprich deinen Wunsch aus. Shanti? Wo bin ich? What the fuck? Fuck auf euch. Lebkuchen. Was ist das? Das ist so lang gebacken. Das ist Holz. Wäh! Diese Märchenwelt ist total Schrott. Wir kennen Chantal noch aus der Fuck You Goethe-Klasse. Ein bisschen doof, ein bisschen prollig. Und jetzt ist sie zurück. Chantal arbeitet mehr oder weniger daran, eine Lehre zu bekommen. Aber eigentlich will sie ja erfolgreiche Influencerin werden. Hat aber kaum Follower, so wie wir. Eines Tages stehen sie und ihre beste Freundin Zeynep vor einem merkwürdigen Spiegel. Chantal will natürlich gleich Fotos machen und wird vom Spiegel eingesaugt und Zeynep gleich mit. Sie landen im Märchenland. Also wirklich. Und Chantal ist eine Prinzessin und sie soll heiraten. Allerdings sind die beiden Mädels nicht in irgendeinem Märchen gelandet, sondern bei Dornröschen. Doch mit Chantal läuft das bei den Märchen dann doch alles ein bisschen anders. Der Fluch des hundertjährigen Schlafes landet nicht bei ihr, sondern beim Prinzen Bosco, der allerdings eher aus Pflichtgefühl die Prinzessin heiraten will. Aladdin dagegen verknallt sich in sie, ist dafür aber gar nicht vorgesehen. Und dann ist da noch die Hexe Sansara, die dafür sorgen soll, dass Chantal und Zeynep wieder nach Hause können. Die Hexe hat aber ganz andere Probleme. Der Filmtitel ist treffend, wenn auch nicht gerade einfallsreich. Chantal im Märchenland. Und ganz am Anfang steht die Frage, warum sich Schauspielerin Jella Haase das eigentlich nochmal antut. In diese Rolle der Chantal zu schlüpfen, hat sie doch in der Zwischenzeit viele hochwertige, tolle Rollen gespielt. Jetzt also wieder Hau drauf Humor. Ja, und das Tolle ist, der Film ist überraschend gut. Chantal ist prollig, hat aber Herz und Mitgefühl und das macht die Figur dann doch interessant und vor allem lustig. Wie überhaupt der ganze Film nur so strotzt vor Witz und Bildwitzen, die überwiegend auch gut gespielt und choreografiert sind. Chantal macht sich lustig über das Märchenland, weil vieles in der modernen Welt absurd wirkt. Auf lustige Weise geht es um Frauenrechte und Gleichberechtigung, um Mut und Toleranz, auch um Liebe und Freundschaft. Der Humor in Chantal im Märchenland ist, auch wenn es einigen nicht gefallen mag, durchaus sehr modern. Die Sprache von Chantal und Zeynep ist so, wie sich junge Leute heute unterhalten. Und das ist witzig, wenn sich die Märchenfigur diesen Slang teilweise auch aneignen wollen. Und es gibt auch einige überraschende Wendungen. Schauspielerisch ist der junge Darsteller Cooper Dillon eine Entdeckung. Er spielt den König Wilderich, der immer wieder vom Jungbrunnen trinkt und deshalb jugendlich ist. Dillon spielt den wütenden König, der immer wieder böse guckt und wegen irgendwelcher Sachen ausrastet, für sein junges Alter wirklich hervorragend.
Ein Minus ist die Schleichwerbung im Film. Auf sehr penetrante Art und Weise werden zwei Produkte im Film hervorgestellt, die auch Werbepartner sind. Die Gagdichte ist hoch und so erlebt man mit diesem Film aber einen sehr lustigen Abend, am besten im vollen Kinosaal. Für Chantal im Märchenland gibt es 8 Punkte. Ich bin nicht der Held dieser Geschichte. Ich bin nur der Stuntman. Der versucht, cool für seine Traumfrau auszusehen. Die zufällig Regisseurin dieses Films ist. Wir müssen super professionell bleiben. Cool. Willst du rummachen? Nein. Ja, will ich auch nicht. Habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Auf rummachen? Ja. Worauf hast du Bock? Reden. Ja. Es gibt nur ein Mini-Problemchen. Der Star des Films, Tom Ryder, ist verschwunden. Und du musst ihn finden. Warum ich? Du bist ein Stuntman. Niemand wird bemerken, ob du hier bist oder nicht. Nicht böse gemeint. Ich meine, schon ein bisschen. Tom! Um ehrlich zu sein, er hat sich mit ein paar zwielichtigen Typen eingelassen. Ich will nur nach dir sehen. Und denen wird's nicht gefallen, wenn du rumschnüffelst. Ich bin nur ein Stuntman, okay? Das ist total irre, Mann. Aha. Wir haben Drogen, böse Typen und einen Mord. Was ist ein Eisverbrechen? Sagten Sie Eisverbrechen oder Eisversprechen? Eisverbrechen. Okay, Sie nuscheln leicht. Ich möchte Ihnen kein Eisversprechen. Ja, das habe ich verstanden. Okay. Die Story ist episch. Von kosmischen Ausmaßen. Stunt! Die Bösen sind ja auf den Fersen. Wir werden dich verstecken. Nein, wir prügeln die Scheiße aus ihm raus. Ich vergesse nie eine Faust. So meinte ich das nicht. Nichts geht über einen guten Twist. Wer mag keinen Twist? Lass uns Ärger machen. Genau mein Gedanke. Bleib am Leben. Egal wie. Wir prügeln die Scheiße aus ihm raus. Nein! Ich habe eine bessere Idee. Willst du fahren? Okay. Verrückter Hund. Das ist dann meine Serie. Wir müssen ihn einkasseln. Und dann prügeln wir die Scheiße aus ihm raus. Ein letzter Stunt. Volles Programm mit Pauken und Trompeten. Ja, und das war eine der Kultserien der 80er. Ein Cult für alle Fälle. Was Stuntman Colt Sievers getan hat, wurde am nächsten Tag auf den Schulhöfen besprochen. Jetzt ist Colt Sievers zurückgekehrt ins Kino. Warum der Film aber in Deutschland nicht unter dem Namen Ein Colt für alle Fälle promotet wird, um ihm vielleicht mehr Aufmerksamkeit zu geben, ist mindestens seltsam. Aber vielleicht liegt es daran, dass The Fall Guy mit der alten Serie eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Was aus heutiger Sicht jetzt auch nicht das Schlechteste ist, wenn man mal ehrlich ist. Der erfolgreiche Stuntman Colt Sievers, die jetzt gespielt von Ryan Gosling, hat bei Dreharbeiten für einen Actionfilm einen schweren Unfall, bei dem er sich den Rücken bricht. Er zieht sich aus dem Business zurück. Aber als er eine Anfrage einer Produktion bekommt, sagt er zu. Vor allem deshalb, weil seine Ex-Freundin Jodie Regie führt und explizit darum gebeten habe, dass Colt ans Set kommt. Er reist nach Australien, aber vor Ort ist alles anders als gedacht. Jodie will von Colt eigentlich gar nichts wissen. Der Schauspieler Tom Ryder, den Colt immer wieder für Stunts gedoubelt hat, spinnt stattdessen eine tödliche Intrige. Es gibt also viel zu tun, auch abseits des Filmdrehs. The Fall Guy ist im allerbesten Sinne gutes Unterhaltungskino. Ryan Gosling schlüpft in die Rolle des Colt Sievers und gibt ihm eine neue Identität. Es macht wirklich großen Spaß, diesem Typen dabei zuzusehen, wie er sich beim Dreh immer durch die Gegend schleudern lassen muss, aber auch wie gelenkig er ist, wenn es um Verfolgungen geht. Colt Sievers 2024 ist entschlossen, er ist hart, aber er hat Herz und er weint sogar. Der Film von David Leitch schafft eine gute Balance zwischen Action und Komödie und ganz nebenbei singt der Film auch ein Loblied an die vielen Stuntleute, die solche Filme überhaupt erst möglich machen. Und ganz klar, Fortsetzung
erwünscht. The Fall Guy bekommt 7 Punkte. 3, 4. The name of the piece ist Sterben. Das ist jetzt völlig egal. Das ist überhaupt nicht egal! Rufen Sie mich mal an, bitte. Es geht um Papa. Papa geht's schlecht. Es ist schön, dass du wieder da bist. Du wolltest immer mit deinem Vater sein. Aber ich habe das akzeptiert, weil du bist so anders als ich. Ich bin dir sehr ähnlich. Nein, Tom. Doch. Genauso kalt. Mein Bruder ist Dirigent. Wow. Genau. Wow. Livs Baby ist da. Schade, dass es nicht dein Kind ist. Ja, Mama. Bist du nicht so gern bei deinen Eltern? Tom gehört auch hierher, der ist auch Jessys Vater. In diesem Stück ist alles, was ich zu geben. Sie sabotiert mein Stück! Was sollst du eigentlich? Meine Frau ist schwanger. Ich frage mich, ob ich irgendwann mal verstehen werde, warum wir so sind, wie wir sind. Spiel! Wir haben beide das absolute Gehör. Nee, haben wir nicht. Nein. Komm jetzt hier schon auf. Familie. Der Ort der Liebe und des Zusammenhalts. Was hält denn eine Familie zusammen? Und was ist, wenn irgendwie gar nicht da ist, was die Familie zusammenhält? 3 Stunden holt Matthias Glasner die Zuschauer in den Kosmos der Familie Loonies. Das ist faszinierend, spannend, aber auch ziemlich niederschlagend und auch traurig. Da sind Lissy Loonis, gespielt von Corinna Harfuch, und ihr Mann Gerd, gespielt von Hans-Uwe Bauer. Sie sind Mitte 70 und es steht nicht gut um sie. Er ist dement und sie wird auch immer schwächer und macht ins Bett. Sie hat eine schwere Diabetes und sie sieht kaum noch was. Als sie auch noch einen Herzinfarkt bekommt, muss Gerd ins Heim, wo es mit ihm immer weiter bergab geht. Ihr Sohn Tom, gespielt von Lars Eidinger, ist Dirigent und arbeitet gerade am neuen musikalischen Werk seines besten Freundes Bernard, gespielt von Robert Gwisdek. Es heißt Sterben. Toms Ex-Freundin Liv, gespielt von Anna Bederke, bekommt ein Kind und er soll Ersatzvater sein. Für einen Besuch bei seinen Eltern ist kaum Zeit und dann ist da auch noch die Tochter Ellen, gespielt von Lilith Stangenberg. Sie hat eine Affäre mit dem Zahnarzt Sebastian, gespielt von Ronald Zerfeld. Jeden Abend besaufen sie sich und so wird der Alkohol für Ellen immer mehr zum Problem. Im 3-Stunden-Film Sterben wird eigentlich die Geschichte einer Familie erzählt. Allerdings, es ist eine Familie, die irgendwann mal auseinandergefallen ist. Sie haben kaum wirkliche Schnittpunkte und so erzählt der Film gewissermaßen 3 parallel verlaufende Geschichten und nur ab und zu überschneiden sie sich. Wenn es Tom wirklich mal ins Pflegeheim seines Vaters schafft, zum Beispiel. So sind sehr unterschiedliche Geschichten entstanden. Einmal die aufwühlenden Momente über das Altwerden und das Krankwerden und auch das Sterben. Lissy leidet unter den Attacken ihres Körpers und sie schafft es einfach nicht mehr, ihren Mann zu pflegen. Hilfe von der Krankenkasse bekommt sie nicht wirklich, erst als es nach ihrem Herzinfarkt wirklich nicht mehr geht. Im Heim sieht Gerd dann nur noch vor sich hin und es sind ergreifende Szenen, die auch nachdenklich machen und traurig. Tom hat ganz andere Sorgen, denn er steht vor der Premiere des neuen Werkes von Bernard. Hier schafft der Film sehr spannende Augenblicke, wenn wir bei der Konzertprobe dabei sind und nach ein Gänsehautstück entsteht. Als Tom dann eines Tages seine Mutter besucht, erleben wir einen Dialog, der wirklich unter die Haut geht.
Denn auf ganz trockene Weise hauen sich beide schlimme Wahrheiten um die Ohren. Denn allein diese gute Viertelstunde dauernde Szene ist ein Meisterstück von Corinna Harfouch und Lars Eidinger. Wie überhaupt die Harfouch hier wahnsinnig gut spielt. Und schließlich noch die Geschichte über Süchte und Abhängigkeiten, die Ellen durchlebt. Sterben ist eine Familiengeschichte über eine Familie, die scheinbar gar keine mehr ist. So kann der Filmtitel dann auch auf sehr vielfältige Weise gedeutet werden. Für den Film gibt es 8 Punkte. Kann mir einer erklären, was gestern passiert ist? Abby? Oh mein Gott, wir haben gestern Nacht geheiratet? Wenn schon, denn schon. Dann will ich auch einen richtigen Honeymoon. Ich liebe dich, Täubchen. Willkommen in Gatito, Mexiko. Hola, Señor y Señora Maddox. Arriba, arriba, arriba. Du bist fast über die Türschwelle. Gar nicht barbarisch. Die Blumen waren so süß, unsere Initialen. T und A, weil bei dir beides stimmt. Eure Ehe fängt schon ganz falsch an. Na, willst du etwas Spaß? Es geht nicht um seine Bedürfnisse. In eurer Ehe geht es um deine Bedürfnisse. Und missachte nie die Macht deiner Miau! Sag mir, dass das da nicht Abby ist. Und wie das Abby ist. Wolltest du nicht zur Maniküre? Was machst du denn? Du hast gesagt, hier ist oben ohne. Das gilt aber nicht für Touristen. Lass mich! Ei! Im Ernst? Ich liebe dich, Täubchen. Das ist eine Pro- und Kontraliste. Um zu sehen, ob wir uns lieber wieder scheiden lassen sollten. Es steht auch schon was auf der Pro-Seite, weil du den gewaltigsten... Wer hat den gewaltigsten? Ich markiere gern mein Revier. Ach, ey. Du erdrückst sie! Sie ist meine Frau! Sie hat den Tick, immer abzuhauen, und ich will das weder für mich noch für dich. Du sollst um sie kämpfen. Du erkennst sie nicht mal, wenn sie dir direkt ins Gesicht springt. Liebe! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du könntest ja sagen. Adios, adios! Nein, danke. Ja, das ist schon blöd. Da wacht man in einem Hotel in Las Vegas auf, man hat einen schlimmen Kater und stellt fest, es gab eine Hochzeit. Abby, gespielt von Virginia Gardner, und Travis, Dylan Spruce, stellen fest, dass sie im Suff und nach einem Glücksspielerfolg geheiratet haben. Dabei sind sie ja gerade mal 3 Monate zusammen und haben viel hinter sich. Also beschließen sie, in die Flitterwochen zu reisen. Nach Mexiko. Mit dabei sind ihre besten Freunde America und Shapley. Es wird ein Urlaub, an den sie sich lange erinnern werden. Das gilt allerdings nicht für diesen Film, an den sich hoffentlich irgendwann überhaupt keiner mehr erinnern wird. Es handelt sich nämlich um die Fortsetzung von Beautiful Disaster. Dieser Film war inhaltlich ziemlich mau, aber dennoch ganz unterhaltsam und nett anzusehen. Das gilt für die Fortsetzung Beautiful Wedding leider nicht mehr. Inhaltlich ist diese Fortsetzung ein wirklich schlimmer Totalausfall, den man auch wirklich nicht mehr gerne sieht. Das Drehbuch ist extrem schwach, der Film wirkt wie eine wirre Nummernrevue, bei der viele der Storys einfach nur egal sind, meist schrecklich doof und unlustig. Der Humor ist kaum zu ertragen und das inhaltlich scheint wirklich überhaupt gar nichts mehr zu passieren. Das ist geradezu erschreckend, war doch wenigstens Travis ein halbwegs interessanter Charakter in Teil 1, der in harten Boxkämpfen Geld verdiente. Das spielt hier überhaupt keine Rolle mehr. Es ist eine wirklich ärgerliche Fortsetzung, die es nun wirklich nicht gebraucht hat. Und deshalb gibt es für Beautiful Wedding auch nur einen einzigen Punkt. Du denkst, im Tennis geht's darum, sich selbst auszudrücken, sein Ding zu machen. Du weißt gar nicht, was Tennis ist. Na was denn? Tashi Duncan, die spielt in einer anderen Liga. Du warst unglaublich heute. Come on! Sie wird eine eigene Modelinie haben. Eine Stiftung. Sie wird ihre ganze Familie zu Millionären machen. Was willst du jetzt machen? Mein einziges Talent besteht wohl darin, Bälle zu verdreschen. Ich will, dass du mein Coach wirst. Ich will, dass du mich coachst.
Wie oft passiert sowas hier, dass ihr auf dieselbe steht? Na komm. Wen von uns hast du jetzt? Es geht darum, die Matches zu gewinnen, die wichtig sind. Da brauche ich keine Psychospielchen. Los, komm und rauch eine mit mir. Ich muss mit dir reden. Ich rauche aber nicht. Und ich rede auch nicht mit dir. Er ist nicht in dich verliebt. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden will, der in mich verliebt ist? Hey, ich liebe dich. Ich weiß. Es ist ein großes Finale. Allerdings bei einem eher unbedeutenden sogenannten Challengers-Tennisturnier. Als Donaldson, gespielt von Mike Feist, und Patrick Swayze, gespielt von Josh O'Connor, die beiden spielen um den Sieg. Aber was die Zuschauer nicht wissen, es geht hier um so viel mehr. Art und Patrick, Anfang 30, kennen sich schon fast 20 Jahre lang. Sie waren mal die besten Freunde und haben schon zigmal gegeneinander gespielt. Bei einem der Turniere treffen sie auf Tashi, gespielt von Zendaya, eine der talentiertesten Tennisspielerinnen mit großer Zukunft. Sie stehen beide auf sie und an einem Abend kommt sie zu den Jungs aufs Zimmer. Es ist der Beginn einer Dreiecksbeziehung. Erst ist sie mit Patrick zusammen, später bekommt sie jedoch mit Art eine Tochter. Unter diesen Spielchen kommt es auch zum Bruch zwischen den beiden Freunden. Und nun stehen sie sich gegenüber. Patrick ist fast mittellos und muss gewinnen, um zu Geld zu kommen. Bei Art läuft es zumindest einigermaßen. Tashi ist inzwischen seine Trainerin und keiner im Publikum ahnt, was bei diesem Finale alles auf dem Spiel steht. Sportlich und privat. Mit Challengers, Rivalen, ist Luca Giordanino ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnlicher Film gelungen. Da ist einerseits die Art und Weise, wie das Tennisspiel hier in Szene gesetzt wird. Mit großer Kraft, einer wahnsinnigen Bildgewalt und Präzision. Noch nie hat man zwei Männer so schwitzen sehen, wie das, also wir sehen regelrecht, wie das Wasser von den Köpfen tropft in Slow Motion. Die Ballwechsel sind ein Inszenierungsmeisterwerk. Die Bälle fliegen einem regelrecht um die Ohren. Es geht einerseits um Tennisbesessene, andererseits um eine große Freundschaft und eine tiefe Krise. Tashi spielt mit den beiden Jugendlichen und sie triumphiert, als sie sie in ihren Händen hat. Eine Schlüsselszene, weil man sich während des ganzen Films fragt, was die Frau eigentlich von den Männern will. Liebt sie Art eigentlich? Ein extrem spannendes Psychospiel, aber auch sehr erotisch aufgeladen, ebenfalls in mehrerlei Hinsicht. Das jedenfalls ist ein Trio, das man so schnell nicht vergessen wird. Spiel, Satz und Sieg. Für Challengers, Rivalen gibt es 8 Punkte. Und das war's mit Kino at Keine Wochenshow. Ich arbeite weiter an meiner Stimme und wir sehen uns da nächsten Monat oder bald in einem anderen Format wieder. Bis dann.